und eigentlich gar nichts einkaufen und nur Leute auffressen. Also, ja, super, riesen Applaus für dieses Kostüm und das Make-up, riesengroß. Und es geht weiter, ich sappel schon viel zu viel und die Band hinten, die möchte so gerne spielen. Mit der Nummer 2. Hier, und ich glaube, ich sehe richtig, du bist der erste Weihnachtsbaum, richtig? Ja, natürlich. Der erst brechende richtige Weihnachtsbaum und fanden das Kostüm richtig cool, oder? Wie heißt Weihnachtsbaum? Sand. Dein Gesicht ist aber nicht grün. Nein. Warum denn nicht? Denn noch ist nicht ganz Weihnachten. Ach, du bist noch ein kleines Bin, ja? Super, dann hast du für das Kostüm gebucht? Oh, ein paar Tage. Das glaube ich. Mit Batterie und allem drum und mit Kügelchen fanden wir ganz süß. Wo kommst du her? Aus Soltau. Aus dem Wald, oder? Natürlich. Aus dem Tower Wald und bald könnt ihr abhacken und dann ist sie wieder für euch da mit ihren ganzen Freunden und Freundinnen. Ein Riesenapplaus für Sanne. Für Sanne. Ihr spart euch einen Applaus. Dann hatten wir hier das Marshmallow-Männchen. Das fanden wir total cool und lecker. Und ich glaube, du hast heute wirklich am wenigsten Spaß hier, oder? Auf jeden Fall. Das Teil drückt dir auch die Nase richtig weg. Kann das da drin? Kann man noch atmen? Das geht, auf jeden Fall. Okay, ist cool. Wie viele Teile hast du hier insgesamt? An und so. Warte mal. Kannst du mal deine Finger bewegen? 6 Stück. 6 Teile. 6 Teile, alles klar. So, das ist total. Könntest du das wieder machen? Danke, das reicht. Wie heißt du denn, Marshmallow-Männchen? Mein Name ist Genie. Genie, alles klar. Ein bisschen geschwollen, aber ansonsten will ich das. Du bist natürlich alleine gekommen. Du, eigentlich bist du derjenige, welcher Arbeit hast natürlich Aufpasser gebracht. Und ihr kennt sie alle, es sind die Ghosts. Ja, cooler Film, coole Besetzung. Der, aber du bist derjenige, komm hier rüber. Du bist derjenige, der sich den ganzen Kram ausgedacht hat. Ihr kommt aus Hildesheim, ne? Aus Hildesheim, ist richtig, ja. Super, und ihr habt den ganzen Kram auch zusammengebaut. Ist das? Ja, ich hatte im Baumarkt, ich guck viele in die Kinder, was wegfliegt, Schrott, und da habe ich alles drauf zusammengebaut. Kinder, ich mal ganz kurz, guckt euch das mal an, das ist der Raum eines jeden, oder? Jungs, wollt ihr das haben? Damit kann man Geld verdienen, ehrlich. Du solltest das in Produktion geben. Ich finde das total cool. Mädels, das sieht übrigens super interessant aus. Ist für alle interessant, was du hier... Was? Wow. Wow. Das sieht noch grün durch. Das ist wirklich toll. Also, damit könnt ihr auf jeden Fall alles erledigen. Ihr seid der Mann, das ist... Ja, richtig. Alles klar. So, und Outer Limits haben wir eingenommen gerade. Ihr kennt alle Planet der Affen. Und wir wohnen... Wieso? Warst du da auch schon, oder was? Unser Affe ist besser! Euer Affe! Wo ist denn euer Affe? Hier! Hey, komm her! Ja, guck mal hier, da ist der Affe. Jetzt holen Sie euren Affe. Jetzt sind Sie! Peter Affen, wir haben Sie nochmal zugenommen. Seid ihr zu dritt oder wie seid ihr? 3 Affen und die Affen machen doch immer so, so und so, oder? Seid ihr die? Oh, passt, das ist auch... Komm mal hier mit hoch, komm, wenn du schon da bist. Hier. Guck mal, alle Affen fallen! Ihr dürft niemals vergessen, von den Jungs stammt ab, ja? Also alle mal so aussehen, also wo nicht so die Nase. Kinder, das erklären euch auch dann nochmal ganz in Ruhe irgendwie. Das mit den Außerirdischen. Das wäre die Variante B. So, also, die Outer Limits. So, jetzt geht's aber los. Ihr habt alle kennengelernt. Planet der Affen, Ghostbusters, Dintenbaum, die Untoten, Pet Shop und Großbitte. Jetzt müsst ihr noch entscheiden, wer die großen Preise bekommt. Und wie fangen wir an? Dr. Scott, von hinten, von vorne? Wir fangen von hinten an. Kann ich dein Gerät nochmal? So, okay, wir fangen an mit den Affen. Bitte, Applaus für die Planet der Affen. Warte mal, ich habe euch nicht gefragt, wie ihr heißt. Kurz noch. Christoph. Lars. Was? Lars. Lars. Das kann nicht jeder sagen, wir glauben euch das jetzt erstmal. Ihr seht auf jeden Fall schick aus. Und du? Ich dachte, Schieter. Okay, du warst heute schon drauf. Auf jeden Fall, wir haben richtig viel Spaß. Und Engel gemacht. Der war heute unten am Rolltor schon fast drüber. Da muss ich kurz eine Kralle packen und so. Und dann haben wir festgetackert. Okay, also, wenn ihr meiner seid, das sind die besten Kostüme, die Jungs sehen cool aus, inklusive Dieter, dann klatscht ihr jetzt! Ist vorbei. So, jetzt sind wir einmal hier rüber. Wer ihr meint, der Marshmallow und die Ghostbuster, das sind die coolen heute Abend. Dann bitte, jetzt! So, jetzt müssen wir einmal durchlassen, bitte. Bühne ist ja doch relativ toll. Unser kleiner lieber Tannenbaum. Nein, das ist unser kleiner Tannenbaum. Sanne, euch ans Herz gewachsen. Dann bitte klatscht jetzt. Also ein paar Sekunden hier habe ich gemerkt. Es ist auch schön, dass ihr überblicken lässt irgendwie. Super. Dann unser Unboter hier. Also in Fachjargon auch Zombie-Gant. Bitte Applaus jetzt hier. Ja. Okay, spart euch das irgendwie noch auf oder habt schon euch verausgabt. Wenn Heinz, mein Kumpel Heinz, ist wirklich rot, seine Farbe, Dutch, bitte. Oh klar, wir können noch was auf Band, soll ich das machen? Wäre gut. Ja, wir haben alles dabei, alles klar. So, und
hier, wer meint, der Mann aus Britannien, der unter Rock wirklich was legt, was wir gut heißen, dann klatscht jetzt für Phil. Sorry for the songs here, this is oh, it's horrible. Okay, also, da ist es, glaube ich, zumindest von der Applausschuppe weiß ich. Wir hatten einmal die Ghostbusters und einmal, das war nämlich gleich auch, bitte einmal die Arme und die Ghostbusters, ja, inklusive Cheetah. Und wir bitte noch einmal Applaus jetzt für Planet der Affen, jetzt! So, das war der Bereich hier vorne und er hier. Und, jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Und wenn ihr meint, die Ghostbusters mit dem Marshmallow-Männchen gefallen, am besten da klatscht bitte jetzt! Ja, was hat Festus? Festus, mein Neustein würde ich jetzt nicht. So, ich bin gespannt und ich hoffe, wir haben einmal die Preise da und auch die Liste mit den Preisen. Eben habe ich sie zumindest noch in der Hand. Und es war ganz klar, hier eins festzustellen. Und Preise fallen heute aus schlechtem Wetter, dass wir... So, wo haben wir jetzt Preise? Die Preise da, aber meine Liste ist nicht... Es gibt hier nichts. Es gibt, hoffe ich, was. Also, auf jeden Fall auf Platz 1, die Ghostbusters mit dem Marshmallow-Männchen. Eine Riesensache. Und ich suche jetzt ganz kurz Platz 1, was es gibt. So, wir sind sofort bei euch. So, jetzt habe ich es gefunden. Alles klar. Also, auf Platz 1. Ihr habt gewonnen. Und zwar habt ihr auf Platz 1 eine Jahreskarte für den Heidepark. Sollte das unser Marshmallow-Männchen bekommt das natürlich, weil die hat sich meistens gequält da drin. Hier, ich stecke es in den Mund rein. Du kannst nichts halten, das übernimmt. Ein Riesenapplaus, eine Jahreskarte für euch und für... Ja, ihr könnt ruhig nochmal klatschen. Ganz tolle Sache. Ach so, ja, die Affen bekommen außer Konkurrenz noch einen anderen Preis hinterm Zelt. Hier nochmal kloppe, das auch ganz sicher ist, ja auch wirklich nicht nochmal wieder unsere Evolution durcheinander bringt. Also ihr habt wirklich den zweiten Preis gemacht, lief aber außer Konkurrenz. Ihr bekommt von uns kleiner, aber schönes Applaus hier für Planet der Affen. Tolle Idee. So, den ist jetzt die Frage für die Nummer 2 denn eigentlich. Und da müsste ich nochmal ganz kurz unseren Bäumchen, unseren Zombie, unseren Ketchup und unseren Film nach vorne holen. Denn das ist jetzt die Frage. Wer hat Platz 2? Ich brauche euch nochmal. Bitte jetzt noch einmal ganz kurz. Für den Tannenbaum. Bitte jetzt. Für Heinz Ketchup bitte jetzt. Für den Zombie bitte jetzt. Und für Phil, bitte, yes! Oh, da haben ein paar für England gemeldet. Auch nicht schlecht. Also, damit ist es. Der zweite Platz geht an unseren Zwie. Der dritte Platz geht an unseren Tannenbaum. Du bekommst ein Jahresabonnement der Böhme-Zeitung für ein Jahr. Bist du die? Ich? Nee, die Zombies können nicht lesen. Okay, Christoph Kanister Blut zu, einmal im Monat. Und der dritte Preis, du bekommst eine Freikarte auch. Nein, du bekommst drei Freikarten in Heidepark. Also kannst du drei Freunde mitnehmen. Wir sagen Dankeschön an euch. Preis gibt es für euch gleich noch. Schön, dass ihr dabei wart. Dank. Jetzt geht es weiter mit Rent und natürlich Part-Time. Ich habe genug gesammelt. Ich brauche auch was zu trinken, glaube ich. Hier sind sie, unsere Sieger des Kostümwettbewerbs. Genau, lass mal alles hier. Jamie. Eine Bande, von einer ganz berühmten Bande auf, aus dem Westen, die irgendwie... Danke, Fanny Jamie. Fußball-Gold.